Nächster Redner ist der Vorsitzende der Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, der Kollege Matthias Wagner. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Seit über einem Jahr leben wir mit der Corona-Pandemie und mit den Einschränkungen, die uns diese Pandemie allen abverlangt. Und diese Einschränkungen und die Pandemie selbst bringen uns alle an Grenzen. Individuell an Grenzen. Hier denke ich besonders an die Menschen, die Covid-Erkrankte begleitet haben oder die Tote unter den engsten Familienangehörigen durch diese Pandemie zu beklagen haben. Hier denke ich aber beispielsweise auch an die Eltern, die seit Monaten vereinbaren müssen, was eigentlich nicht vereinbar ist, im Homeoffice zu sein und sich gleichzeitig um Homeschooling kümmern zu müssen. Ich denke an die Jugendlichen, die ja nur diese eine Jugend haben. Und die Jugendphase ist kurz und jetzt schon ein Jahr dieser so wichtigen Entwicklungsphase verloren haben. Sie bringt uns als Gesellschaft an Grenzen, weil wir merken es ja alle, die Stimmung wird gereizter. Menschen nur noch auf Distanz begegnen zu können, macht etwas mit uns und macht etwas mit unserer Gesellschaft. Ich denke an die vielen Unternehmerinnen und Unternehmer, die versuchen, ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Krise noch gerecht zu werden, die schlaflose Nächte haben, wie es mit ihrem Unternehmen weitergeht, teilweise in der dritten, vierten Generation der Betrieb, wie können sie ihn aufrechterhalten, das bringt uns alles an Grenzen. Ich denke an das kulturelle Leben, was auch durch die Pandemie weitgehend zum Erliegen gekommen ist. Ich denke an die vielen Künstlerinnen und Künstler, Solo-Selbstständigen, die nicht wissen, wie sie ihr Leben, ihren Beruf, das, was sie ausmacht, ihre Kreativität leben können. Das alles fordert uns seit einem Jahr und es ist leider immer noch nicht vorbei. Wir alle wünschen uns die Rückkehr zum normalen Leben, aber sie wird noch etwas auf sich warten lassen. Wir haben das Virus noch nicht besiegt. Wir müssen weiter handeln. Wir müssen, so schwer es fällt, weiter die Nerven behalten. Das Virus wird nicht einfach so verschwinden. Wir können es nicht wegreden. Wir können es nicht wegdiskutieren. Wir können es nicht wegtesten. Die Krise wird weiter ebenso besonnenes wie entschlossenes Handeln verlangen. Und das bedeutet ganz konkret, dass wir alles tun müssen, um die Folgen der Krise bestmöglich abzumildern. Und hier hat die Landesregierung und die WI-Bank ja in der vergangenen Woche beispielsweise vorgestellt, was wir alles schon an wirtschaftlichen Unterstützungen auf den Weg gebracht haben, an Unterstützungen für die Solo-Selbstständigen. Hier müssen wir weiterarbeiten, die Folgen der Krise abzumildern. Und, meine Damen und Herren, wir dürfen nicht nachlassen, die Krise entschlossen zu bekämpfen, die Ursachen der Krise entschlossen zu bekämpfen. Und deshalb, bevor wir uns wieder in Debatten über das Für und Wider von einzelnen Maßnahmen, in die Debatten über Details verlieren, sollten wir uns alle noch einmal vergegenwärtigen, wo wir stehen, worum es geht. Wir sind mitten in der dritten Welle. Und wenn wir die dritte Welle nicht brechen, wird es die stärkste Welle, die wir in dieser Pandemie gesehen haben. Weiterhin erkranken zu viele Menschen an diesem Virus, haben schwere und schwerste Krankheitsverläufe oder sterben sogar an dem Virus. Und weiterhin ist unser Gesundheitswesen und sind unsere Krankenhäuser bis aufs Äußerste gefordert. Wir müssen handeln, um unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten und um die Menschen in unserem Land zu schützen. Das ist die Aufgabe, vor der wir stehen, meine Damen und Herren. Und eben weil wir handeln müssen,
ist die Bundesnotbremse bei allen notwendigen Debatten über diese Maßnahme dem Grunde nach richtig und eine wichtige Maßnahme. Sie ist eine richtige und wichtige Maßnahme, weil sie hoffentlich dazu führen wird, dass wir die dritte Welle brechen, dass wir das Infektionsgeschehen wieder in den Griff bekommen, dass wir das Infektionsgeschehen wieder nachverfolgen können und somit die Pandemie unter Kontrolle bekommen. Ja, meine Damen und Herren, das hätten wir alles früher haben können. Und ja, wir hätten es ohne Bundesgesetz haben können. Bereits im März, Anfang März, haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gemeinsam mit der Bundeskanzler sehr richtig und sehr weitsichtig eine Notbremse beschlossen. Das Problem an dieser Notbremse war nur, dass sich einige Länder nicht daran gehalten haben und dass wir in der Konsequenz einen Flickenteppich von Maßnahmen hatten, der völlig unübersichtlich geworden ist und der eben nicht dazu beigetragen hat, dass die Akzeptanz für die Maßnahmen gestiegen ist. Manche Bundesländer waren ja sogar der Meinung, sie könnten ihr gesamtes Bundesland zu einem Testfeld für Öffnungen erklären. Wie absurd mutet diese Debatte eigentlich heute an, angesichts einer Inzidenz bundesweit von 170? Das war nie unser Weg in Hessen. Es war nie unser Weg in Hessen. Wir haben immer gesagt, wir wollen möglichst bundeseinheitlich handeln. Wir haben uns eben nicht an dem Wettbewerb beteiligt vor den Konferenzen der Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern. Wer hat den schnellsten Vorschlag? Wer sticht am ehesten etwas aus vertraulichen Beratungen raus? Wer hält sich am schnellsten nicht an das, was vereinbart war? Das war nie unser hessischer Weg. Ja, das hat uns teilweise Kritik eingebracht, auch hier im Hessischen Landtag, wo gefordert werde, wir sollen uns an dem Wettbewerb beteiligen. Wir sollten vor vertraulichen Beratungen mal allen anderen Regierungen und allen anderen Ländern erklären, was jetzt zu tun ist. Das haben wir ausdrücklich nicht gemacht, und das werden wir auch nicht tun, weil es kommt darauf an, möglichst bundeseinheitlich und möglichst entschlossen zu handeln. Und das leistet jetzt eben die Bundesnotbremse. Sie schafft Klarheit, welche Maßnahmen bei welcher Inzidenz gelten. Und sie schafft Einheitlichkeit, weil diese Maßnahmen überall in der Bundesrepublik gleich gelten. Und sie kann zusammen mit einer an Fahrt aufnehmenden Impfkampagne tatsächlich uns den Weg ebnen, dass wir Mitte des Jahres mehr von unserem normalen Leben wieder zurückgewinnen können. Und das ist der zentrale Punkt, bei dem es geht, um den es geht. Die Bundesnotbremse bricht hoffentlich die dritte Welle. Und mit dem Brechen der dritten Welle gewinnen wir Zeit. Wir gewinnen Zeit, um mehr Menschen impfen zu können. Wir gewinnen genau die Zeit, die wir jetzt im Mai und im Juni, wenn wir deutlich mehr Impfstoff haben, brauchen, um viele Menschen dauerhaft vor diesem Virus zu schützen. Und beides zusammen, das Brechen der dritten Welle durch die Bundesnotbremse und das an Fahrt gewinnen der Impfkampagne, gibt uns und kann uns Hoffnung geben, dass wir auf der letzten Etappe zur Bewältigung dieser Pandemie jetzt endlich sind. Klare und einheitliche Maßnahmen und Regeln sind gerade in der Krise ein Wert an sich. Man kann sich daran orientieren. Jeder weiß, woran er ist. Und das war ja einer der Kritikpunkte in den vergangenen Wochen und Monaten, auch hier in diesem Landtag. Es sei nicht klar, welche Regeln wann und wo gelten, und die Regeln würden sich zu stark ändern. Das ist mit der Bundesnotbremse jetzt nicht mehr der Fall. Die Regeln sind klar. Alle können sich darauf einstellen. Also einer der großen Kritikpunkte müsste jetzt eigentlich auch hier in diesem Hessischen Landtag weggefallen sein.
Und dann gibt es einen zweiten Kritikpunkt, sind die Maßnahmen berechtigt? Und ich sage ausdrücklich, natürlich können und müssen wir über jede einzelne Maßnahme der Bundesnotbremse diskutieren. Aber, meine Damen und Herren, wir sollten nicht darüber diskutieren, dass wir handeln müssen. Und wir sollten in der Art und Weise, wie wir über die einzelnen Maßnahmen der Bundesnotbremse reden, nicht aus dem Blick verlieren, warum diese Maßnahmen ergriffen werden. Sondern wir sollten stattdessen immer erklären, was ist der Sinn hinter diesen Maßnahmen. Wir sollten um Akzeptanz werben. Wir sollten diese Maßnahmen erklären und wir sollten diese Maßnahmen nicht denunzieren, weil ohne Maßnahmen werden wir bestimmt nicht aus der Krise herauskommen. Man kann und muss darüber diskutieren, ab wann Ausgangsbeschränkungen ihre Berechtigung haben. Gerade wegen dem hohen Wert, den das in unserer Verfassung hat. Aber, meine Damen und Herren, wir sollten die Debatte nicht so führen, als könnten wir auf Kontaktbeschränkungen und auf die Kontrolle und den Nachvollzug der Kontaktbeschränkungen verzichten. Sondern wir sollten bei den Menschen dafür werben, dass es bei Ausgangssperren nicht darum geht, dass Leute sich nicht im Freien aufhalten können, wie das teilweise total absurd dargestellt wird. Sondern es geht darum, dass wir die weiterhin zu hohen Kontakte im privaten Bereich einschränken. Also auch hier erklären, worum es geht, statt denunzieren von Maßnahmen. Man kann und muss darüber diskutieren, ob in der Bundesnotbremse das Verhältnis zwischen Einschränkungen im privaten Bereich und im wirtschaftlichen Bereich richtig getroffen wurde. Darüber kann man und muss man diskutieren. Aber, meine Damen und Herren, das darf eben nicht bedeuten, dass wir den Eindruck erwecken, wir könnten auf Maßnahmen in dem einen oder in dem anderen Bereich ganz verzichten. Es kann nicht bedeuten, dass wir die Bereiche gegeneinander ausspielen und am Ende gar nicht mehr handeln. Man kann und muss darüber diskutieren, ob eine Inzidenz von 100 der richtige Grenzenwert ist, um die Notbremse zu ziehen. Ja, natürlich. Aber das darf doch nicht dazu führen, dass der Eindruck erweckt wird, wir könnten auf eine Notbremse verzichten. Und das Gleiche bei dem Grenzwert für Click and Meet mit Tests. Ja, man kann diskutieren, ob 150, ob 140, ob 160 der richtige Wert ist. Aber richtig bleibt doch, wenn wir die Pandemie bekämpfen wollen, wenn wir Kontakte reduzieren wollen, dann wird es irgendwann und irgendwo einer Grenze bedürfen, ab dem wir auch den Einzelhandel nicht mehr in dem Maße zulassen können, um eben damit auch eine Reduzierung der Kontakte zu erreichen. Und das Gleiche bei den Schulen, meine Damen und Herren. Es wurde diskutiert, ist die Inzidenz von 200 der richtige Wert? Ist die Inzidenz von 150 der richtige Wert? Man hat sich jetzt verständigt, es ist die Inzidenz von 165, ab der man sagt, die Schulen und die Kitas gehen, die Schulen gehen in den Distanzunterricht. Ja, wir können diskutieren, ob der Wert richtig ist. Aber worüber wir nicht diskutieren sollten, ist, dass es in einer weltweiten Krise irgendwann einen Wert gibt, wo wir trotz der hohen Bedeutung von Bildung das Infektionsrisiko, was natürlich auch in Schulen und übrigens auch auf dem Weg zur Schule besteht, nicht mehr akzeptieren können und deshalb handeln müssen. Also lassen Sie uns den Sinn der Maßnahmen erklären. Lassen Sie uns dafür werben, dass Sie einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten können und dass wir diesen Beitrag auch weiter dringend brauchen, meine Damen und Herren. Wir können diese Debatte 16-mal einzeln führen, in jedem Bundesland. Wir können 16-mal zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Aber ich glaube, es ist besser, und das, ich habe es schon erwähnt, war der Weg, den Hessen immer gegangen ist, dass wir möglichst einheitlich handeln in dieser Pandemie, dass wir eben nicht andere Regeln haben auf der einen Seite des Rheins in Wiesbaden und auf der anderen Seite des Rheins in Mainz. Das versteht wirklich niemand mehr. Und hierin liegt bei allen notwendigen Debatten über die Bundesnotbremse auch der Wert dieser Bundesnotbremse, dass sie einheitliche Regelungen schafft. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch das Thema Impfen ansprechen.
Denn entgegen mancher Behauptung geht es in Deutschland und geht es in Hessen auch beim Impfen voran. Geht es auch beim Impfen voran. Und dazu, ich komme ja gleich dazu. Und dazu haben ganz viele beigetragen. Die vielen Helferinnen und Helfer in den Impfzentren, die Hausärztinnen und Hausärzte, alle die, die in der Impfallianz zusammengeschlossen sind, sie alle haben gemeinsam dafür gesorgt, dass das Impfen in Deutschland und in Hessen richtig Fahrt aufnimmt. Und weil hier dazwischen gerufen wird, ja, wir führen in Deutschland eine öffentliche Debatte, in der wir sagen, Deutschland sei beim Impfen schlecht. Und jetzt schauen wir uns doch mal an, wie das im internationalen Vergleich ist. Es gibt nur wenige Staaten auf diesem Globus, die bei der Impfquote besser sind als Deutschland und als Hessen. Es gibt nur wenige Staaten, die wirklich besser sind. Und von den Staaten, die besser sind, schauen wir uns die doch mal an, wie die diesen Fortschritt und diese höheren Impfquoten erreicht haben. Und meine Damen und Herren, fragen wir uns dann, ob das wirklich der Weg ist, den wir wollten. Nehmen wir Großbritannien. Ja, Großbritannien ist weiter bei den Impfquoten. Aber Großbritannien ist deshalb bei den Impfquoten weiter, weil sie sich zu einer Notfallzulassung für die Impfstoffe entschieden haben. Und was bedeutet Notfallzulassung? Notfallzulassung bedeutet, dass das Risiko bei Nebenwirkungen dieser Impfstoffe nicht der Hersteller trägt, sondern die Allgemeinheit trägt. Ist das wirklich der Kurs, den wir in Deutschland gehen wollten? Ich glaube, wir sind ihn aus gutem Grund, wie auch alle anderen europäischen Staaten, nicht gegangen, meine Damen und Herren. Schauen wir uns Israel an. Ja, auch dort ist die Impfquote deutlich höher als in Deutschland und als in Hessen. Aber den Preis, den die Bürgerinnen und Bürger dort bezahlen, ist, dass sie ihre Daten mitliefern an die Hersteller des Impfstoffes. Und auch hier frage ich, wenn wir nicht vordergründig über dieses Thema diskutieren, sondern uns auch mal die unterschiedlichen Bedingungen in den anderen Staaten anschauen, ist das wirklich der Weg, den wir in der Bundesrepublik und in Deutschland gehen wollen, dass wir den Impffortschritt mit den Daten unserer Bürgerinnen und Bürger bezahlen wollen? Ich glaube nicht, dass das unser Weg ist. Wir sind beim Impfen vorangekommen. Die Prio-Gruppen 1 und Prio-Gruppen 2 haben alle ihren Termin oder sind geimpft. Bundeseinheitlich haben ihren Termin oder sind geimpft. Das ist ausdrücklich nicht das Gleiche, aber die Aussage ist richtig. Ist richtig. Wir haben die Priorisierungsgruppe 3 jetzt bundesweit und auch in Hessen geöffnet. Und wir haben die gute Nachricht, dass wir im Mai und dann im Juni endlich genügend Impfstoff haben werden, dass wir im Juni die Impfreihenfolge auch aufheben können. Ja, wir können über dieses Thema kontrovers diskutieren. Wir können aber auch zur Kenntnis nehmen, dass wir deutlich an Fahrt aufgenommen haben und dass es auch beim Thema Impfen gute und erfreuliche Entwicklungen gibt, meine Damen und Herren. Ein letztes Thema, die Debatte darüber, wie sind in Bezug auf die Einschränkungen Geimpfte oder Genesene zu behandeln. Auch hier können wir einen aufgeregten Diskurs führen oder wir können uns anschauen, worum es eigentlich geht. Jeder ruft dazwischen, was er dazwischen rufen will. Worum geht es eigentlich? Ich hab Zeit, also wenn Sie noch ein bisschen wollen, ist kein... Ja. Wenn das Ihre Beiträge zu dieser Debatte sind, bitte, ich bin sehr sicher, das wird gewürdigt werden. Worum geht es bei den Einschränkungen, die wir vielen Bürgerinnen und Bürgern in der Krise zumuten müssen? Es geht um Einschränkungen der individuellen Freiheit.
Und diese Einschränkung der individuellen Freiheit ist nur aus einem Grund zu rechtfertigen: dass wir andere Menschen davor schützen wollen, sich mit dem Virus zu infizieren. Das ist der Grund für die Einschränkung. Und deshalb ist es doch auch völlig logisch, wenn dieser Grund, dass ein Mensch einen anderen infizieren kann, wegfällt, dadurch, dass er geimpft ist, zweimal geimpft ist, oder dass er eine Erkrankung überstanden hat und nach einigen Monaten einen negativen Test hat, dass dann auch diese Einschränkungen für diese Menschen nicht mehr gelten. Das ist doch völlig logisch. Und deshalb ist es richtig, dass sich dieser Thematik jetzt auch der Bund angenommen hat und dass es eine Verordnung geben wird, wie sie gestern auch in der Ministerpräsidentenkonferenz vorbereitet werden. Auch hier wieder, meine Damen und Herren, wir können aufgeregt diskutieren. Wir können jetzt darüber streiten, ob diese Verordnung 3 Tage früher oder 3 Tage später kommt. Oder wir können den Menschen erklären, worum es eigentlich geht und warum diese Maßnahmen sinnvoll sind. Und ich werbe ausdrücklich dafür, dass wir die aufgeregten Debatten sein lassen und den Bürgerinnen und Bürgern erklären, was der Kern dessen ist, was wir hier alle gemeinsam tun. Meine Damen und Herren, mit der Bundesnotbremse haben wir die Chance, die dritte Welle zu brechen. Mit der an Fahrt gewinnenden Impfkampagne werden wir in den kommenden Wochen sehr viele und in den kommenden Monaten alle Menschen schützen können. Zusätzlich werden wir, wie im vergangenen Jahr, durch die wärmere Jahreszeit wieder mehr Leben im Freien haben, damit auch wahrscheinlich einen Beitrag zur Begrenzung des Pandemiegeschehens. Und wenn ich diese 3 Faktoren zusammennehme, dann bleibe ich dabei, diese Pandemie mutet uns sehr viel zu. Sie bringt uns an unsere Grenzen, sie kostet uns sehr viel Nerven, aber wir haben auch Grund zur Hoffnung. Wir haben Grund zur Hoffnung, dass es jetzt absehbar besser wird, dass wir unser normales Leben zurückgewinnen können. Und ich bin mir sehr sicher, wenn wir diese Wochen, die wir jetzt noch brauchen, weiter gemeinsam und solidarisch gestalten, und wenn wir uns darauf besinnen, was uns bislang stark gemacht hat in der Krise, nämlich dass wir aufeinander aufpassen und miteinander solidarisch sind, dann werden wir auch diese Wochen, die wir jetzt noch brauchen, bis wir den entscheidenden Schritt zur Pandemiebekämpfung gegangen sind, weiter gemeinsam gut gehen. Dafür werbe ich. Dieses Land hat es bislang durch eine Kraftanstrengung seiner Bürgerinnen und Bürger, aber auch durch politisches Handeln, gleich welcher Parteifarben, geschafft, durch diese Krise zu kommen. Und wir werden jetzt auch die letzte Etappe noch gemeinsam gut gestalten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Abgeordnete Volker Richter. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Ministerpräsident Bouffier hat seine Sicht der Dinge heute klar ausgedrückt. Es ist richtig, wir befinden uns in der größten Krise unseres Landes seit 100 Jahren, mit Ausnahme der Kriegszeiten. Uns beeindrucken die Schilderungen der Familie der Opfer von Covid-19 ebenso wie Sie, Herr Ministerpräsident. Und das gilt mit Sicherheit für alle Menschen in unserem Land. Viele Menschen bewegt ebenfalls, dass diese Krise vielen Kräften in der Politik allerdings wohl gerade recht kommt, um sich zu profilieren, um sich selbst darzustellen, um politische Ideologien umzusetzen. Vielen lieben Dank. Die ohne eine solche Krise gar nicht umsetzbar wären. Was für ein Hohn ist es für die Menschen in unserem Land, wenn Sie aussagen, Herr Ministerpräsident, dass man, um diese Krise zu bekämpfen, in erster Linie die Akzeptanz der Menschen braucht. Welche Akzeptanz möchten Sie denn erreichen, Herr Ministerpräsident, wenn bereits mit der Politik der hessischen Landesregierung weite Teile der hessischen Bürger nicht nur unzufrieden gewesen sind, sondern sich massiv in ihren Bürgerrechten eingeschränkt sehen?
Erklären Sie doch den Menschen in unserem Land, weshalb es Ausgangssperren gibt, obwohl wir seit Monaten, Sie hatten es erwähnt, von den Aerosolforschern sehr genaue Informationen bekommen, dass gerade an der frischen Luft eine Infektion mit über 99% ausgeschlossen ist. Erklären Sie doch bitte den Menschen in unserem Land, wieso Sie von einem bunten Expertenstreit sprechen, wo doch in anderen Ländern Experten Wege gefunden haben, wo man eben nicht Millionen von Bürgern ohne Sinn und Verstand in ihrem Zuhause einsperren muss. Wir erleben hier definitiv keine Bundesnotbremse, sondern einen übergriffigen Staat, der sich trotz größter Bedenken aller politischen Kräfte dennoch eines Gesetzes bedient, welcher den Bürgern unseres Landes Stück für Stück die Grundrechte entzieht. Die politischen Kräfte, die heute die Notwendigkeit anmahnen, so wie Sie, Herr Ministerpräsident, aber auch viele andere, die sich nicht trauen, politisch etwas gegen diese Form der Unterdrückung unserer Bürger zu unternehmen und die halbherzig aussagen, dass die jetzt gefundenen Regelungen unzulässig sind, die sich dann aber nicht wehrhaft zeigen und klar fordern, dass hier und jetzt Schluss damit sein muss, Hand an unsere Verfassung zu legen. Diese politischen Kräfte tragen am Ende die volle Verantwortung für weitere Einschränkungen in unserem Land. Scheinbar sind in unserem Land viele Menschen, und das bedauern wir sehr, scheinbar sind in unserem Land viele Menschen nicht nur bereit dazu, andere zu bevormunden, sondern sie begrüßen dies sogar. Völlig entgegen dem, was Sie eben gesagt haben, Herr Ministerpräsident, erscheint der Staat momentan als absolute Größe, dem sich alles unterzuordnen hat. Dass Ihre Politik eben nicht erfolgreich ist und auch nicht gewirkt hat, können wir anhand der letzten Monate und Ihrer jeweiligen Regierungserklärungen ganz klar belegen. So dürfen wir immer gespannt darauf sein, was das jeweilige Motto Ihrer Regierungserklärung ist. Impfen, testen, nachverfolgen, Hessens Weg aus der Pandemie. Diese Überschrift am heutigen Tag lässt scheinbar keine Wünsche mehr offen. Auch dass noch vor wenigen Monaten klar ausgesagt wurde, dass man keinen Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften machen würde. Und das alles, nachdem sogar der Bundesnotbremse zugesagt wurde, ist eine völlige Verfehlung der Realität. Die Lösungen scheinen bei Ihnen ja auch tatsächlich auf dem Tisch zu liegen. So sieht es nach fast jeder Regierungserklärung der Hessischen Landesregierung aus. Und so haben Sie es heute ja auch erklärt. Dem ist aber nicht so. Und so hören wir von der Landesregierung seit Monaten viele durchaus Werbetextern alle Ehre machenden Überschriften. Die Wirtschaft widerstandsfähiger, innovativer und nachhaltiger machen, Hessens Weg aus der Corona-Krise. Dieses Motto hatten Sie, meine Damen und Herren, von der Hessischen Landesregierung im September 2020. Bis heute aber ist unsere Wirtschaft weder widerstandsfähiger noch innovativer, und somit hat auch keine nachhaltige Politik in Hessen stattgefunden und schon gar kein Weg aus der Corona-Krise. Nur aufgrund massiver Unterstützungsmaßnahmen in Form von Zuschüssen für Selbstständige, erleichterten Zugang zu KfW-Krediten, Steuerstundung und Staatsbeteiligung ist eine Insolvenzwelle bisher nicht über unser Land geschwappt. Erkauft mit Steuergeldern, die noch gar nicht verdient wurden, eine Wette auf die Zukunft und eine Verschleppung durch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. So hat die hessische Regierung weder die Wirtschaft widerstandsfähiger noch innovativer und schon gar nicht nachhaltiger gestaltet. Das ganze Gegenteil ist der Fall, Herr Ministerpräsident, denn gerade die Stütze unserer Gesellschaft, die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, sind durch den Lockdown und weiterhin auch durch die Bundesnotbremse erheblich von Umsatzeinbußen betroffen. Die Frage, die sich uns hier stellt, ist wirklich, wann unsere Gesellschaft dieser wirtschaftliche Hammer trifft, ob im Herbst diesen Jahres oder erst Anfang bis Mitte 2022. Fest steht, hier erwartet uns definitiv die nächste Krise, nämlich auch der Schaden, der vielen Gläubigern entsteht, der Arbeitsplätze in erheblichem Umfang kosten wird und wo ganz besonders die Gastronomie, die Veranstaltungsbranche, der Einzelhandel, die Reisebranchen, die Hotellerie und viele mehr massiv nach unten gezogen wurden und nach unten gezogen werden. Angesichts der Regierungserklärung im Dezember 2020 dürfte dies der Hessischen Landesregierung durchaus klar geworden sein. Denn da war man dann doch etwas zaghafter mit der Wortwahl. Da hieß es nur noch, dieses Motto kam vorhin auch schon genug vor, Hessen bleibt besonnen. Ja, besonnen
mussten und müssen wir alle bleiben, denn etwas anderes bleibt keinem Bürger in Hessen mehr übrig, da die Frustrationsgrenze über die Politik, die sich immer für die Lösung von Krisen feiert und hier bei Corona nun gänzlich versagt, schon sehr hoch geworden ist bei uns allen. Dass gerade Ihre Politik, die seit Monaten nicht zielführend ist, nun die Unternehmen immer mehr in die Pflicht nehmen möchte und die Testangebotspflicht für Betriebe gegenüber ihren Beschäftigten auf zweimal die Woche erhöht. Nun, die einen bezeichnen es als Misstrauenserklärung, wir als AfD bezeichnen es eher als eine reine Verzweiflungstat. Und damit wir nicht ganz so verzweifelt in die Zukunft schauen, gab es wohl das Motto im Januar 2021, das Ziel fest im Blick. Richtig ist, dass Ihr Ziel gewesen ist, auf Impfungen zu setzen. Und so haben Sie heute gesagt, das Impfen ist der Schlüssel zur Überwindung dieser Pandemie. Warum lesen wir dann in einem Artikel vom 20. April 2021 der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, warum impft Hessen so langsam? Da helfen dann auch keine schönen Worte in der Regierungserklärung. Alle anderen Bundesländer, meine Damen und Herren, von der hessischen Landesregierung kommen schneller als Hessen voran. Und so liest man in diesem Artikel, dass Hessen bei der Impfquote auf dem unrühmlich letzten Platz liegt. Und natürlich ist uns Politikern aus dem Hessischen Landtag das alles bekannt. Aber die Bürger unseres Landes lassen sich dann vielleicht doch noch von den schönen Werbetexten oder von den Schilderungen wie in Ihrer Regierungserklärung eben mal eben einwickeln. Und apropos einwickeln, genau das passt auch zu dem Motto, welches Sie im Februar diesen Jahres hatten, Vorsicht, Vertrauen, Verantwortung. Vorsichtig ausgedrückt, hier ist doch wirklich jedes Vertrauen verloren gegangen. Man kann doch nicht davon sprechen, dass Sie Ihrer Verantwortung gerecht geworden sind, angesichts der Regierungserklärungen der letzten Monate auch zu liefern, was Sie versprochen haben. Vor allem, wenn man ganz genau weiß, dass sowohl die hessische Landesregierung als auch die Bundesregierung 8 Wochen lang in den Monaten Januar und Februar 2020 nichts getan haben, um im Frühstadium eines exponentiellen Wachstums dergestalt zu agieren, dass man wirklich und tatsächlich von verantwortungsvoller Politik und notwendiger Prävention hätte sprechen können. Das Problem ist zu Anfang dieser Pandemie genauso bekannt gewesen wie heute. Noch am 25. August 2020, also im Sommer letzten Jahres, hatten wir gerade einmal 12 Covid-Patienten in Hessen, die intensiv betreut wurden. Heute sind es zwischen 400 und 500 Covid-Patienten. Es gab im Sommer 2020 noch keine Mutanten, die die Ausbreitung beschleunigten. Und es gab auch noch keine Impfungen, die heute als Allheilmittel gesehen werden und wo Sie weiterhin die Augen davor verschließen, dass auch diese Impfungen längst nicht der Weisheit letzte Schluss sein wird. Die Chance, im Sommer 2020 bereits zu agieren, auch mit Medikamenten, wie von uns angesprochen, als Beispiel sei Trimodulin genannt, und breiten Maßnahmen innerhalb Hessens, hätten in der Tat zu einer verantwortungsvollen Handlung seitens der Regierung geführt. Aber wie so oft? Sie wussten es besser und haben halt jene nur ausgelacht, die frühzeitig gewarnt hatten. Übrigens nennt man diejenigen, die das anmerken, heute sogar Corona-Leugner, um sie zu denunzieren und der Lächerlichkeit preiszugeben. Auch Sie, Herr Ministerpräsident, haben leider diesen Ausdruck eben verwendet. Was für eine Frechheit, wenn diejenigen, die immer schlicht und einfach nur reagieren, um ihr Versagen zu verschleiern, nur noch mit den Fingern auf andere zeigen können, damit die Wahrheit nicht ans Licht kommt, dass genau dieses Versagen ursächlich für die heutigen Freiheitseinschränkungen sind und wofür man sogar vom Bürger dann am Ende noch Unterstützung erwartet. Es gab und gibt eine Vielzahl von Ansätzen, mit denen man Menschen helfen kann, die erkrankt sind. Und so ist der Ansatz, den wir auch heute wieder von der hessischen Landesregierung und der Bundesregierung sehen, eine völlig einseitige Ausrichtung auf Maßnahmen, mit denen wir bereits seit Monaten, wirklich seit Monaten, die Situation eben nicht in den Griff bekommen haben. Die Inzidenzwerte scheinen dabei der heilige Gral für die Politiker unseres Landes zu sein. Sie sind einfach zu erklären, aber mittlerweile völlig ungeeignet, als alleiniger Maßstab für Grundrechtseinschränkungen herhalten zu müssen.
Wir in Hessen hatten die Möglichkeit, zumindest die Auslastung auf den Intensivstationen mit ins Kalkül zu ziehen und hierbei die Bettenanzahl auszuweiten, anstatt sie leicht abzubauen, die Reproduktionszahlen mit einzubeziehen, genau zu kontrollieren, ob wir ein punktuelles, also ein konzentriertes Geschehen oder aber diffuse Erkrankungen hatten, was völlig unterschiedliche Vorgehensweise beinhalten hätte können und müssen. Seit dem 21. April 2021 ist nun leider selbst diese Möglichkeit in weiten Teilen Geschichte, meine Damen und Herren. Was derzeit in unserem Land geschieht, Herr Ministerpräsident, entspricht einem Tollhaus und hat mit seriöser Politik mal rein gar nichts mehr zu tun. Automatische Regelungen mit Inzidenzwerten, welche man hätte sie auch auswürfeln können, und vielleicht hat man auch genau das getan in Berlin, und Aushebelung des Föderalismus. Das kann kein Bürger, wirklich kein Bürger unseres Landes mehr für gutheißen. Das neue Bundesgesetz gilt. Hessen wird es natürlich anwenden, und wir alle sind dazu aufgerufen, dieses Gesetz und seine Maßnahmen zu einem Erfolg zu machen. Herr Ministerpräsident, bei dieser Aussage von Ihnen muss doch klar ausgedrückt werden, Demokratie bedeutet nicht, dass politische Mehrheiten im Bund den Bürgern ihre verfassungsmäßigen Rechte vorenthalten dürfen. Und somit war die Entscheidung am 21. April 2021 im Bundestag ein schwarzer Tag für unser Land und für unsere Demokratie. Völlig zu Recht haben Sie, Herr Ministerpräsident Bouffier, im Bundesrat erhebliche Bedenken an der Änderung des Infektionsschutzgesetzes geäußert und auch dort zum Ausdruck gebracht. Ja, Herr Ministerpräsident, die starren Ausgangsregelungen sind verfassungsrechtlich problematisch, auch wenn wir als Alternative für Deutschland diese nicht nur als problematisch, sondern eindeutig als verfassungswidrig erachten. Sie haben recht, was die Schulen angeht, dass man das alles nicht über Nacht gestalten kann, was nun umgesetzt werden soll. Unsere Schüler sind gestresst, sie sind überfordert, depressiv oder erschöpft. Der Hessische Rundfunk spricht von einer massiven Belastung bei Schülerinnen und Schülern. Und wir können 2020 und auch 2021 als verlorene Jahre für unsere Schüler betrachten. Und wir steuern sehenden Auges auf eine Bildungskrise in unserem Land zu. Lehrer und Schulleiter verzweifeln. Sie verzweifeln am fehlenden Planungswillen und fehlender Planungskompetenz im Kultusministerium unseres Landes. Eine konkrete Zielvorstellung, wie man etwa einen normalen Schulunterricht vor dem Hintergrund der aktuellen Situation garantieren kann, wurde von Ihnen, Herr Ministerpräsident, und von Herrn Staatsminister Prof. Lorz nie formuliert. Der völlig aus der Luft gegriffene Inzidenzwert von 165 führt nun dazu, dass man mit der Revision des Bevölkerungsschutzgesetzes erkennbar willkürlich unsere Schulen von Berlin aus öffnet oder schließt. Sie selbst haben ausgesagt, dass Schulen ein Mindestmaß an Vorbereitungs- und Planungszeit benötigen. Hier loben wir Sie ausdrücklich, nur ist für uns dann wiederum völlig unverständlich, warum Sie sich nicht gegen etwas wehren, was Sie für verfassungsrechtlich problematisch erachten. Herr Ministerpräsident, dies ist doch keinem Bürger zu vermitteln, wenn ein Landesvater von Verantwortung spricht, Vertrauen bei den Bürgern einfordert und dann im Bundesrat nicht die Möglichkeiten nutzt, mit denen er beileibe hätte zumindest für uns Hessen Stärke beweisen können. Was wir hier erleben, meine Damen und Herren von der Hessischen Landesregierung, Herr Ministerpräsident, ist das Einknicken vor völlig fehlgeleiteter Politik seitens des Bundes und einer Bundeskanzlerin, die eben nicht das Wohl der Bürger unseres Landes im Sinn hat. Und so werden alle tollen Worte der letzten Regierungserklärung und auch heute zu einer Verhöhnung hessischer Bürger, wo Sie als Regierende in Hessen eben nicht mehr erklären können, warum Freiheitsrechte der Menschen eingeschränkt werden. Dass Sie, Herr Ministerpräsident, aussagen, nicht beim Vermittlungsausschuss anzurufen, um Verzögerungen zu vermeiden, angesichts steigender Infektionszahlen und einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems. Das kann der Tragweite dessen, was nun geschehen wird, und auch Ihrer Kritik nicht als Rechtfertigung für Ihren Handeln herhalten können. Beim besten Willen nicht, Herr Ministerpräsident. Wenn man als Politiker
wenn man als Politiker etwas für falsch erachtet, wenn man die eigene Politik für richtig ansieht, wenn man Kinder und Jugendliche schützen möchte, wenn man bei den Schulen warnt, wenn man den Druck der Unternehmen erkennt, wenn man unsere Verfassung und den Föderalismus wertschätzt, dann kann man genauso wie Sie nicht handeln, Herr Ministerpräsident. Uns als Alternative für Deutschland enttäuscht zutiefst, wie Sie hier vorgehen. Denn natürlich muss man die von Ihnen auch völlig korrekt genannten Widersprüche ansprechen. Man muss diese doch lösen und nicht den Zeitverlust beklagen, der bei einer Lösung aufgetreten wäre. Diesen Zeitverlust hätten Sie eher begrüßen müssen, anstatt ihn sogar als Argument zu nutzen, den Vermittlungsausschuss nicht anzurufen. Was für ein Signal eines Ministerpräsidenten an die Menschen in unserem Land kann das sein, ich sage es noch einmal, etwas für falsch zu achten und es dann dennoch mitzutragen? Dass die Grünen als Regierungspartner hier wohl ein gewichtiger Faktor bei dieser Entscheidung sind, dürfte für uns alle wohl völlig außer Frage stehen. Und so sind es die Grünen, die natürlich sehr schnell dabei sind, Bürgerrechte einzuschränken, wenn sie politisch aus einer Situation Honig saugen können. Es wurde ja eben auch ganz deutlich zum Ausdruck gebracht. Wir müssen beleuchten, zu was das, was wir hier sehen, alles führt, damit den Menschen in unserem Land klar wird, was hier überhaupt entschieden wurde und wo man meint, mit Impfung und Freiheitseinschränkungen der Lage noch Herr werden zu können. Da wird auf eine Herdenimmunität gesetzt, von der man nicht weiß, ob sie überhaupt eintritt. Da wird ausgeblendet, dass Menschen, die geimpft wurden, durchaus auch weiter infektiös sein können. Da werden Nebenwirkungen von Impfungen geflissentlich ignoriert. Da schaut man bei Kreuzimpfungen gar nicht mehr genau hin. Ignoriert, dass die WHO hier noch keine klare Freigabe dafür gegeben hat und verlässt sich auf die STIKO. Denn dann hat man nicht mehr den schwarzen Peter, kann diesen weiterreichen. Und exakt so dürfte das auch für die hessische Landesregierung nun in Zukunft aussehen. Man setzt einfach nur um, was die Bundesregierung in ihrer unermesslichen Weisheit beschließt und kann sich dann aus der Verantwortung stehlen. Und hier sei gesagt, ein Bürgermeister, ein Landrat und auch ein Ministerpräsident sind wesentlich näher an der Lebensrealität der Menschen als denn eine Bundeskanzlerin. Die Bundeskanzlerin wird sich kaum mit Angehörigen – hören Sie bitte zu, Herr Bellino, dann werde ich Ihnen das erklären, wie ich das meine – die Bundeskanzlerin wird sich – das sind keine Fake News, die sind schon richtig. Dass bei Ihnen keine News ankommen, ist mir bekannt. Die Bundeskanzlerin wird sich kaum mit Angehörigen schwerkranker Menschen beschäftigen, die selbst mit entsprechenden Schutzmaßnahmen, also einem negativen Test, einer FFP3-Maske und Schutzkleidung, nicht zu ihren Liebsten kommen dürfen. Wir bekommen vom Leid der Familien berichtet, die diese Regelung als kompromisslos, inhuman und grausam sowohl für die Patienten als auch für die Angehörigen ansehen. Die seelische Gesundheit von schwerkranken Menschen, die Not ihrer Familien nicht wenigstens seelischen Beistand geben zu können, kann von jenen Politikern, die noch nah am Volk sind, mitempfunden werden. Und sie werden diese eher angemessen agieren als denn jemand aus dem Raumschiff Berlin. Und das haben Sie ja eben, Herr Ministerpräsident, auch, und ich sage Gott sei Dank, in Ihrer Regierungserklärung erwähnt, dass Sie da in Hessen etwas verändern. Dafür sind wir sehr dankbar. Dennoch war es Monate bisher so, dass wir als Abgeordnete nicht wussten, was wir den Bürgern schreiben sollen, die sich an uns gewendet haben und wo jeder Abgeordnete von uns ebenfalls genauso machtlos und mit leeren Händen dastand wie die betroffenen Bürger und Familien selbst. Leider gilt dies aber weiterhin dennoch für viele Kinder und für viele Jugendliche. Für diese ist das aktuell eher eine Bundesnotbremse für ihre Zukunft. Denn bereits in den Abschlussjahrgängen 2020 und 2021 haben wir es mit der doppelten Zahl an Schulabbrechern zu tun. Das wird mit einer Inzidenz von 165 nicht besser. Aber die hessische Landesregierung nickt auch das ab und trägt die Hoffnung im Herzen, dass alles, was derzeit in unserem Land geschieht, keine langanhaltenden Wirkungen haben wird. Das ist ein Trugschluss. Es ist ein Trugschluss, denn die psychischen Erkrankungen, gerade bei jungen Menschen, nehmen sprunghaft zu. Und so kann man deutlich zum Ausdruck bringen, dass gerade die junge Generation, die sehr stark zu den Grünen tendiert, genau bei den Grünen überhaupt gar keine Lobby hat,
sondern dass die GRÜNEN für ihre Ideologie selbst die Zukunft vieler junger Menschen opfert. Und dies wird zukünftig wahrscheinlich auch im Bund so sein, ein Szenario, an dem die hessische CDU einen erheblichen Anteil hat, die sich von den GRÜNEN und von Herrn Al-Wazir vor sich hertreiben lässt. Es sind die GRÜNEN, denen die Einschränkungen der Menschen nicht weit genug gehen können, um ihre sozialistischen Ideologien vorwärts zu treiben. Und wir sehen aktuell, ich könnte die LINKEN ja mit reinnehmen, passt schon, aber sie haben nicht die entsprechenden Stimmzahlen. Es sind die GRÜNEN, denen die Einschränkungen der Menschen nicht weit genug gehen können, um ihre sozialistischen Ideologien vorwärts zu treiben. Und wir sehen aktuell, was dabei herauskommt, eine völlig entkernte CDU. Ein Skandal, der durchaus von Teilen der Gesellschaft so gesehen wird, wie man das an den Umfragen der CDU deutlich erkennen kann. Und das, obwohl die Jugend wahrhaftig die Zukunft unseres Landes ist und deren Zukunft aktuell auf allen Ebenen verspielt wird. Es ist ein Wunder, dass sich gegen diese Politik nicht viel stärker in unserem Land gewehrt wird. Aber es scheint nun eine Bewegung stattzufinden, in der die Menschen in Hessen nicht mehr bereit sind, den schönen Worten der Politik zu folgen, sondern nachfragen und uns Politiker auffordern, Einfluss zu nehmen und ihre Grundrechte zu wahren. Sie haben alle die Mails bekommen, die uns in den letzten Tagen erreicht haben. Meine Damen und Herren hier im Plenarsaal, nehmen Sie diese Proteste wahr? Nehmen Sie diese ernst oder wischen Sie die Sorgen und Nöte der Menschen einfach weg und machen das alles in den Papierkorb? Gerade die Kräfte, welche hier von uns allen immer hoch gelobt werden, weil sie wichtige soziale Bereiche abdecken und mit viel Herzblut viel mehr leisten, als es ihre Bezahlung hergeben würde, sind doch von dieser Politik und einem puren Aktionismus so betroffen, dass diese teilweise nicht mehr ein- und nicht mehr auswissen. Eine Vielzahl von Problemen innerhalb unserer Gesellschaft kommen jetzt erst durch diese Krise zum Vorschein. In den Schulen ist es der Lehrermangel, der nun dazu führt, dass die Maßnahmen, die seitens der Politik heute als Lösung für diese Krise herhalten müssen, gar nicht möglich sind. Die mangelhafte Digitalisierung in unserem Land, man möchte sich ja schämen dafür, hinter welchen Ländern wir bereits zurückgefallen sind, eine Schande für ein Industrieland, führt ebenfalls dazu, dass vieles von dem, was so hoch gepriesen wird, nicht durchführbar ist. Als Beispiel sei hier der Distanzunterricht genannt. Herr Scholz von der AfD-Fraktion hat ja sehr viele und auch sehr früh gute Ansätze als Lösungen angeboten, die allesamt von Ihnen weggewischt wurden. Und so ist das halt, wenn man Politik von oben herab ausführt, selbst wenn die eigenen Lösungsansätze sich als katastrophal für Lehrer und Schüler darstellen, genauso wie aktuell die Pflichttestungen, die zum einen niemals verpflichtend sein dürfen und zum anderen in sich auch viele Probleme mit sich bringen, auf die Sie hier in Ihrer Rede gar nicht eingegangen sind, Herr Ministerpräsident. Die Politik betont immer, um wie vieles besser wir in Hessen gegenüber anderen Ländern aufgestellt sind. Die Wahrheit ist aber eine andere. Wir verlieren derzeit alles. Wir verlieren alles, was uns in den letzten Jahrzehnten nach vorn gebracht hat. Wir verlieren Stück für Stück unsere wirtschaftliche Substanz. Wir geben wichtige demokratische Errungenschaften auf. Und damit verlieren wir alle immer mehr von unserer Freiheit. Unsere Zukunftsfähigkeit wird auch davon abhängen, wie wir mit den Langzeitfolgen von vielen Monaten eines Lockdowns umzugehen haben. Psychische Probleme bei gerade jungen Menschen, Familien, bei denen die häusliche Gewalt weiter ansteigt, da es keine Perspektiven der eigenen Entwicklung mehr gibt, Selbstständige, die keinerlei Absicherung mehr haben, erhebliche Defizite bei Schülern und vieles mehr werden uns in Zukunft im sozialen wie im wirtschaftlichen Bereich beschäftigen. Damit verbunden ist mit einem breiten Widerstand der Bevölkerung zu rechnen, da diese sich, Herr Ministerpräsident, mit Sicherheit nicht für unmündig erklären und dann auch noch kriminalisieren lässt. Es ist der Eindruck entstanden, dass Bürgerrechte seitens der Politik nicht mehr grundsätzlich gelten, sondern der Bürger sich dieses mit Wohlverhalten erst wieder verdienen muss. Die Chance, dem Bürger zu zeigen, dass die hessische Regierung ab einem gewissen Punkt der Politik aus Berlin nicht mehr folgt, ist leider vertan worden, und das bedauern wir als Alternative für Deutschland zutiefst.
Wir als AfD werden unterdessen weiter für unsere Verfassung und die Bürgerrechte einstehen, die ein Mensch in unserem Land besitzt und sich nicht erst durch die Gnade unserer Regierung verdienen muss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Richter.